Und ich habe 4000 Bilder. Wie viele Bilder waren es dann am Tag? Ah, dass der Durchschnitt eh nicht stimmt. Aber. Ja, Durchschnitt einfach, ist ja wurscht. Frag mich was Besseres. Ich kann nicht Kopfrechnen, mein Grafiktaschenrechner hat immer noch der Rig und. Ja, 15 Bilder würde ich jetzt einfach mal so grob sagen. Keine Ahnung. Ich behaupte es einfach 15 Bilder. Für meinen anderen Taschenrechner bin ich zu faul und um Google zu fragen, bin ich auch zu faul. Was hast du gesagt? Ich weiß nicht mehr. Ich kann ja auch meine Taschenrechner. So, wir haben 9 Monate gebaut. Das mal 30 Tage im Monat. Ja, das sind 270, hätte ich ja gewusst. Das stimmt schon allein das nicht. Warum? Was 356 durch 12 mal 9. So. Ach, halt die Schnauze. Ich hasse diesen Menschen. Ich hasse dich. Nur weil ich es richtig mache? Nee. Was auch nicht stimmt, weil der Fieber hat nur 28 Tage, also. So. Ja. Also, siehst du. Trotzdem immer die 356, die ist durch, guter Durchschnittswert. Dann haben wir 270. Aber jeden Tag weg, bei jedem Monat. 4000 wieder durch 270 ist gleich. Ja, 14,8 Bilder, also sag ich doch um die 15 Bilder. Hey, jetzt sag's nichts mehr, gell? Ja, du bist halt echt kacke. Also rund 15 Bilder am Tag. Mei. Davon wahrscheinlich 6 Bilder nur Scheiße. Ist ja immer awesome gewesen, wo du mir dann so 30 Bilder geschickt hast. So, das ist ja erstmal so eine halbe Stunde am raus. Dann schickt er immer mal wieder ein paar Bilder. Ja, siehst du, wie lange ich gesucht habe, bis ich gescheite Bilder gefunden habe. Das ist ja viel, ey. Das ist keine Ahnung, Junge. Wow, wir haben 37.000. Wow, Spitze. Geil, yeah. Wir sind einfach arme Schluck. 64 zusammenbringen. Nur. Ja, weißt, nur. Das ist ein bisschen armselig, dass wir nur 200.000 Kredite aufnehmen können. Und so eine Mille wäre schon was gewesen. Wir haben jetzt schon 125. Ja, aber jetzt überlegen wir einfach in Wieland, was sind 125.000? Dafür kostet ein Schlepper oder ein Schlepper kostet mehr schon mittlerweile. Richtig guter. Du kannst doch nicht mal als Kredit aufnehmen. Gebrecher. Ja. Und dafür ein Kaff. Gleich geschafft. Was für ein Kaff sind wir hier, wo die Bank uns keinen Kredit gibt, ey. Ja. Ich hab auch noch nie einen Kredit gekriegt. Und das echt. Ja, vielleicht brauchst du einen Kredit. Einfach da, weil ich's kann. Amazon wollte mir auch keine Kreditkarte geben. Ich weiß immer noch nicht warum. Habe ich mal wirklich beantragt und habe ich Post gekriegt. Oh. Das sind wir jetzt leider nicht zur Verfügung stellen können. Also halt nicht nachweisen können, dass ich ein monatliches Einkommen habe. Ich muss sagen, habe ich doch Taschengeld. Seht ihr das nicht auf mein Konto? Ich glaube, die meinen da was. So ein bisschen größere Beträge, gell? Ich weiß nicht, ob ich da schon Taschengeld gekriegt habe. Ich glaube damals, dass mein Konto noch so aus einzahlen, da geht alles. Muss halt neu beantragen, du bist jetzt immerhin Praktikant, jetzt hast ein Einkommen. Wie ist? Ich weiß es ja nicht. Oh, 10.000, ja, die Einnahme. Mehr gibt's nicht. Ja, dann. So, wir haben jetzt 47.000. 48. Ja, ist doch geil. Voll geil, Junge. Dann setz unseren Kredit ab.
Dann haben wir wieder nix. Ja. Aber wenigstens ein bisschen zurückzahlen. Ich meine, was wir zurückgezahlt haben, das kann man natürlich ausgeben erstmal. Ja, und dann nehmen wir wieder Kredit auf. Nee, wir tun jetzt zu sparen. Fuck it. Wir haben noch einen Kredit von 80.000. Von 80.000 hast du jetzt runtergekriegt. Ja. Kann ich die Zahl streichen? 80.000. Und wir haben noch 8.000 in der Tasche. Ja, das ist ja egal. Nee, spätestens bei der nächsten Monatsabrechnung ist vorbei. Ja, jetzt haben wir schon mal einen Kredit um 45.000 getilgt. Ja, super. Aber was reden wir eigentlich? Euro. Euronen. Euronen. Die Rechnung ist auch vollgeschmiert. Wir könnten an die Börse gehen, vielleicht gewinnen wir. So, was haben wir eigentlich noch im Lager? Wir haben noch irgendwas im Lager. Wir haben noch Gerste. Und ein bisschen Sonnenblumen. Traumhaft. Ohne das bringt das nicht. Ja, vor allem wahrscheinlich nur ein klein bisschen Batzen drin und fertig. Ja. Gerade so damit. Sonnenblumen würden schon, glaube ich, 6.000 bringen. Und Gerste, ja, auch. Ja, Mai. Nur habe ich keinen Bock. Wie viele Minuten müssen wir überhaupt machen? Ja, frag mich was Besseres. Jetzt hat er keinen Bock. Schau mal, er will euch verlassen. Nee, ich meine. Es ist immerhin schon fast 23 Uhr auf. Was? Was? Es ist 23 Uhr. Wir nehmen doch seit 20 Uhr auf. Ja, wir haben schon 127 Minuten. Da hast du durchaus recht. Deswegen fahre ich ja wieder am Kopf. Ich kann recht. Wir waren immer noch 15 Minuten voll. Ich hoffe. Bei 120 war sozusagen die letzte Folge zu Ende, also 135. Okay. Ich hoffe, dass ich 15 Minuten Bats mache und das nicht rausgenommen habe. Ich kann es dir nicht sagen. Ja, nicht. Sonst muss ich halt manuell schneiden, alles nochmal. Da steht verschlüsselt. Wie viele Frames? Kann ja kein Beschlüsseln. 461.000. 229.895. Yeah, ich bin fertig mit dem Feld. Yeah, ich bin wieder da. Idiotisch. Traktor. Bist du jetzt mit allen drei fertig? Ja. Sehr gut. Aber ich bin vorbereitet für morgen. Für die nächste Aufnahme. Morgen. Morgen. Muss dich mal ein bisschen abspritzen. Mach ich gerade. Wer ist mit einem ordentlichen Kerscher hier? Der Mist. Ja, wenn der Mod funktioniert hätte. Wenn er den Mod runtergeladen hätte, wäre es ja gegangen. Du kümmerst dich ja nicht um deine Aufgaben. Wer sagt man, was meine Aufgaben sind? Ah. Und meine Aufgabe. Jetzt schon. Ich kümmere mich um nichts. Ich hab den Bug gefixt. Oh, du einfach Mods geupdatet, fertig. Ja. Du hast dich dann mal überhaupt ansatzweise darum bemüht, das Update
vor dem heutigen Tag zu installieren. Heute der 15.11. ist abgekommen. Am 11.11. rauf. Wir haben am 11.11. übergeht. Er hat am 11.11. das Update runtergeladen. Und heute installiert, das passt doch. Was ist denn mehr? Super, wenn ich jetzt da wieder rüberfahre, ist meine Maschine wieder dreckig. Was denn hier bist du durch mich durchgefahren? So. Auf jeden Fall sieht das mit unseren Finanzen gar nicht mal so schlecht aus. Sagst du, ich sag was anders. Ja, wir haben noch einen Kredit von 80.000, müssen noch irgendwie dann ja Haufen Geld zusammen. Eben, aber wenn wir Kredit abzahlen, können wir uns nichts leisten. Ja, insgesamt brauchen wir so um die 350.000. 200.000 Kredit können wir dann aufnehmen wieder, das heißt, uns fehlen nur noch 150.000. Was wir Eigenkapital braucht. Ja, wir können ja die ganzen Maschinen leihen. Darauf wird hinauslaufen und das müsste man dann mal alles ordentlich ausarbeiten. Ja, wenn wir jetzt mal leihen würden, würden wir 24.310 zahlen für einen Häcksler. Handwerk? Bin gerade dabei zu gucken. Das billigste wäre 2.970. Und die Sämaschine brauchen wir auch noch. Sämaschine? Vergessen Kuba nicht. Sämaschine nehmen, aber ein bisschen größeres, dann schlafen wir ein. Dann nehmen wir die 6-metrige. Die würde nichts bringen, weil die kann kein Dings. Das wäre dann die hier. Die 6-metrige. Die würde leihweise 6.700 kosten. Und ein Grubber. Das hat die Frage, was man dann dafür nimmt, gell? 6 Meter, idealerweise. Damit er zusammenpasst. Der würde nochmal 3.520 kosten. Das wäre mal das Mindeste, was wir brauchen. Rechne gerade zusammen. $37.500, wenn ich gerade richtig gerechnet. Mit schriftlicher Addition. 37.000. Das heißt, wir können uns das leisten. Wir könnten uns das durchaus leisten. Wir haben einen Kredit von 80.000, also nehmen wir einen Kredit wieder von 30.000. Problem ist, wir müssen halt auch die laufenden Kosten unter Auge behalten, gell? Genau. Aus dem Grund sollten wir versuchen, das mit Eigenkapital zu erwirtschaften. Und Kredit haben wir jetzt ein bisschen wieder minimiert. Also ich glaube, das können wir so lassen. Ja, wir müssen sowieso erstmal die ganzen Felder jetzt wieder vollwertig machen, also wachsen lassen, dann wieder ernten und dann können wir erst wieder Mais sehen. Ja, düngen. Dann können wir erst wieder Mais sehen. Das heißt, wir müssen sowieso einmal die Felder müssen wir komplett ernten noch. Dann sehen wir überall Mais. Dann sehen wir überall Mais, kaufen die Maschinen und gehen in die BGA. Ein Frontlader brauchen wir dann noch. Aber der wird nicht so viel kosten. Gut. Ich habe unsere 3-Schritte-Liste aufgedingst und ja. Ja, mehr brauchen wir nicht. Dann haben wir das hier geklärt. Jetzt ist dann Millionär. Dann haben wir das geklärt, was wir nächste Woche. Morgen oder übermorgen oder was der Geierband machen wollen. Wir müssen jetzt nicht immer so auf Teufel komm raus aufnehmen. Also, nee, nicht. Ich war jetzt eher so ja, auf Schnapp ab. Morgen kommt die letzte Folge und so. Ja. Verstehe. Gut. Kann man sagen? Du kannst ja immer so weit zögern mit den ganzen Folgen, dass wir sogar am Tag selbst, wo die letzte Folge kommt, aufnehmen. Könnte man auch, wenn es sein muss. Muss auch nicht. Aber, ich würde sagen, bis morgen. Haut rein, Leute.
Tschüss. Tschüss.